Wahrscheinlich setzen sie das Schiff spätestens bei der dritten Tour auf den Felsen, ja. Weil zu viel Weißbier. Jetzt, Schiff. Und jetzt? Was machst du jetzt damit? Mit den drei Brettern? Boah, da muss ja ein richtiger Wellengang sein, ne? Da muss ja epische Wellen sein, so wie das Ding wackelt. Hallo Musik. Das Steinbruch keine Ressourcen im Umkreis. Schade. Tschüss. Mach's gut und so. Erwarte Befehle. Ja, was kann ich denn jetzt hier noch machen? Kann ich sagen, Expedition beenden? Stoppen? Weiterfahren geht offensichtlich nicht. Da muss ich ja jetzt sagen, beenden. Endlich haben wir wieder festen Boden unter den Füßen. Endlich! Und dieses Land hier, schaut tatsächlich sehr ertragreich aus. Zeit also, Farmen, Mühlen und Bäckereien zu bauen und ein nachhaltiges Gespräch mit dem Wüterich zu führen. Na sowas? Mit dem Wüterich. Ist nirgends auffindbar. Kennt man das nicht, ne? Die Bajuwaren und ihre Seefahrtgeschichte. Hart. So, du pendelst jetzt wahrscheinlich. Oder? Kann ich einfach drauf losbauen oder muss ich hier auch eine Produktion... Gut, ich bräuchte eh... Ah, da wird es doch eigentlich Sinn machen, erstmal ein Lager zu bauen. So. Wie mache ich das? Wie will ich das? Einmal über den Bodensee und einmal zurück. Berühmte Seefahrer, genau. Okay, hier warten Leute. Ah, das ist ja cool. Aufsteigen. Hä? Ihr rennt in die Fahne? Naja, immerhin noch kein Bug. Das ist doch schon mal was. So, dann können wir jetzt auch... Was habe ich denn hier hingestellt? Da wäre noch eine Kohlemine. Okay. Und auch hier hätte ich eigentlich gerne noch eine... Nee. Eigentlich egal, aber hier hätte ich gerne auch noch eine Holzproduktion. Förster. So irgendwie. Und mir gehen bald die Steine aus. Haben wir noch ein paar? Ja, da haben wir wenigstens noch ein paar. Aber auch da sollten wir dann gucken, dass wir vielleicht... gleich hier noch einsetzen. Scheint zu funktionieren. Ihr fangt an zu bauen. Okay. Wahrscheinlich setzen sie das Schiff spätestens bei der dritten Tour auf den Felsen, ja.
Weil zu viel Weißbier. Ja, Herrschaftszeiten! Ich traue mich gar nicht, noch ein zweites Boot zu bauen, was sicher Sinn machen würde, ne? Wobei, so weit ist die Wegstrecke jetzt auch nicht. Eine Wachhütte ohne Militär. Interessant. Gibt es hier eigentlich einen Gegner? Wissen wir nicht. Gibt es hier eine Nebenmission? Nö. Backe 99 Brezeln. Puh. Was brauchen denn nochmal die Brezeln? Salz, gell? Salz und Getreide durch die Mühle? Aha. Klar. Klar. Bäckerei. Okay. Habe ich wieder zu viel im Bau gegeben. Kann das sein? Also meine Holzarmut, die kotzt mich nach wie vor wieder an. Immerhin haben wir ein paar Werkzeuge. Bringst du was? Fährst du noch? Oder hast du keinen Bock mehr? Oder kommt hier noch Holz? Zwei Bretter sind da. Komm, nimm mit. Es fehlt hier noch eins. Das ist unterwegs. Okay, und das ist auch unterwegs. Da fehlt aber noch eins. Hier fehlen noch beide. Okay. Wenn das hier steht, dann ja. Ochsenzucht fertiggestellt. Ja, cool. Und der Brunnen wird auch fertig. Also hier hinten geht was. In der Hoffnung, dass der hier auch Wasser findet. Aber Wasser hat er eigentlich ja... genug. Baut ruhig erst hier. Wir können hier bestimmt noch weiter expandieren. Gebäude fertig, fertig. Neue Hauptaufgabe erhalten. Ja, schön. Da sind meine Bretter. Kann man hier eigentlich... Ich glaube, das macht Sinn, ne? Salzwasser, genau. Wer braucht denn Salzminen? Wir haben ja Salzwasser. Gut. Nach dem Meer sieht es jetzt aber nicht so wirklich aus. Da wieder zwei Bretter. Hoch damit. Ja, hoch damit. Dann kriegen wir den Holzfäller fertig. Das Sägewerk wird fertig. Und für den Förster kommt auch Material. Dann fehlt noch das Steinmetz hier oben. Haben wir noch Steine? Yes. Aber offensichtlich wieder nichts zum Beißen. Dann gucken wir mal, dass wir hier hinten auch noch einen Angler setzen. Und läuft bei dir?
65%. Na? Scheint so. Bringst du es direkt? Da muss das erst in ein Lager. Nö, da kommt sogar schon Ochse raus. Ja, cool. Die Bayouwaren produzieren Ochsen mit nur Wasser und sonst nix. Warum muss da eigentlich kein Bier hin? Wieso bekommen die Ochsen kein Bier, sondern... Ja, genau. Fragen über Fragen. Die erste Frage, die ich mir stellen würde, ist, wie kommt man darauf, Bayouwaren in Siedel einzufügen? Gut, eindeutig ein deutsches Spiel. Schotten kann ich mir noch herleiten, Ägypter sowieso, aber Bayouwaren, what the fuck? Hättet ihr halt Preußen genommen oder sowas? Hast du schon mal einen Bierrinderbraten gehabt? Ich nicht, aber hört sich gut an. Keiner mag Preißen, nicht mal die Preißen selbst. Hier, du bist auch durch. Und wie schaut's aus? Es ist doch hier schon ein Soldat drin. Warum habe ich keine Landerweiterung? Okay, ich halte die Klappe. Jetzt könnte ich sogar hier einen Bauernhof hinbauen. Mach aber erstmal wieder Geologie. Geologie? Geologie? Gibt es das Wort? Keine Ahnung. Hört sich wie ein Schulfach an. So viele Ochsenwege haben wir ja noch gar nicht. Forsthaus Sägewerk, das ist toll, ja. Hier, da hast du Platz, da kannst du ein paar Bäume setzen. Aber ja, wir haben halt echt null Holz, ne? Ihr produziert jetzt euer eigenes? Wie schaut's hier aus? Jetzt brauchen wir das Schiff doch gar nicht mehr. Du bringst jetzt nicht ernsthaft Baumstämme hoch. Habe ich da welche über? Nö, nicht mal das. Noch einen. Genau. Wir bringen die Baumstämme hoch, damit das Sägewerk hier oben Bretter macht und dann fährst du es mir wieder runter. So machen wir das. Wir brauchen mehr Nahrung.
Werkzeuge läuft aber, oder? 9, ja. Immerhin. Das eigentlich gar nicht mehr. Und ich muss hier keine Schiffe bauen. Was soll der Blödsinn? Den braucht man im Prinzip auch nicht. Oh, und Arcania, danke für dein Twitch Prime Abo. Coole Aktion und so. Wir könnten ja vielleicht hier den ersten... Vielleicht hier den zweiten oder eher hier. Ah, ich glaube, das war nix. Machen wir mal so. Geologie ist kein Schulfach, sondern die Wissenschaft von der Entstehung, Entwicklung und Veränderung der Erde. Gott, Sonnenschein, du bist so ein Klugscheißer. Niemand mag Spoiler und niemand mag Klugscheißer. Aber ein Sonnenschein scheint's. Den mag, den mögen wir schon alle. Doch, definitiv. Wenn ich den Weg so verbinde... Ach. Ochsen auf Halde, ja, jede Menge. Sonnenscheins hat das Seal of Approvement. Okay. Bitte was? Wer ist haarscharf? Liebe Siedler, komm, baut mal. Hi Arcania, grüß dich. Ich glaube, dich kennen wir auch noch nicht. Von daher, welcome to the club. Nochmal danke für dein Prime-Abo. Holzfälle, Sägewerk, du kannst doch nie genug haben in dem Spiel. Hey, was ist mit einem Holzfäller geworden? Ernsthaft? Da willst du jetzt einen Baum hinsetzen? Holzi, geh mal hier runter. Was bringst du? Du bringst Waren. Okay, wie schaut's hier aus?
Komm, Blattnase, lauf. Hey, wir haben Salz gefunden. Wieso sagt mir das keiner? Das sollten wir definitiv bauen. Der Weg muss weg. Beziehungsweise der muss anders. Geht nicht. Nicht toll. Wow. Dann bau hier mal ein Lager. Und eigentlich bräuchten wir hier schon wieder einen Geologe. So, dann gucken wir mal, dass wir hier noch eine Wachhütte hinkriegen. Wir gucken mal erst mal, dass wir einen Holzfäller hinkriegen. Hier den nächsten Geologen und dann machen wir hier vorne noch einen Fischer hin. Klingt nach einem Plan. Keine Ressourcen im Umkreis. Okay, das war's jetzt hier mit Stein. Wir haben aber noch, richtig, 40, ja. Und wir haben... Gut, immerhin ein Steinmetz, der arbeitet. Und hier hätte ich dann auch gerne einen Holzfäller. Mach Platz. Mit dem zweiten Forsthaus, warten wir mal. Das müsste eigentlich hier irgendwo hin. So, die Militäreinheit steht hier. Stand hier an der Fahne. Der Sipi ist auch im neuen Siedler übrigens wieder drin, bei den Geologen. Kriegen wir auch Platz, das ist gut. Aber lasst uns mal flott weiter expandieren, auf jeden Fall. Ob das hier dann mit dem Brot beendet ist oder ob es hier noch eine Auseinandersetzung gibt? Vor allem sollte ich mal langsam anfangen mit dem Brot. Ich habe den Livestream vorhin auch nur bröckchenweise gesehen. Aber was ich gesehen habe, war sehr interessant, weil man wieder viele neue Sachen gesehen hat. Es gibt zum Beispiel, was ich zwar wusste, dass es gibt, aber was ich noch nicht gesehen hatte, waren die Rastplätze für Siedler. Also du kannst zum Beispiel an deiner Kaserne oder, keine Ahnung, ja, oder an einem Gebäude, wo du halt Einheiten rekrutierst, in welcher Form auch immer, oder einen Trainingsplatz oder so, kannst du einen Rastplatz hinmachen und alle Siedler, die nichts zu tun haben, die gehen dann an diese Rastplätze. Und wenn sie dann gebraucht werden, dann sind sie gleich in der Nähe. Das ist ganz cool. Sie stehen nicht einfach nur planlos irgendwo rum und müssen dann weise Wege laufen. Das finde ich eine coole Idee. Und man hat dann vorhin gesehen, also das ist übrigens abrufbar, ne, der Stream von vorhin auf Twitch, könnt ihr euch alle angucken. Man hat auch die ersten Kämpfe gesehen, mit Pionieren, mit ein paar Bogenschützen. Sie haben Mauern gebaut, das hatte man bisher auch noch so noch gar nicht gesehen. Erste einfache Mauern. War ein cooler Stream. Den gibt es morgen übrigens nochmal. Und dann aber auf Englisch. Siedler News wollte ich eigentlich am Montag wieder veröffentlichen, reicht mir aber nicht von der Zeit, wegen Geburtstag von meiner Frau und so weiter.
Volksfest, ne? Ihr wisst schon. Von daher erst wieder Montag in 7 Tagen. Beziehungsweise in 9 Tagen. Und in den nächsten Siedler-News geht's dann aber um den Weg des Ruhmes. Nochmal genau. Wie man mit Gladiatorenkämpfen gewinnen kann. Beziehungsweise seinen Gegner schwächen kann. So wirklich gewinnen kann man damit ja gar nicht. Rastplatz, so eine Art Lager, genau. Ein Lager für Siedler. Genau. So macht es ihr zwei. Und das Beste am Livestream war, dass er nach einer Stunde das Spiel abgestürzt ist. Die wollten eh gerade aufhören und in dem Moment ist das Spiel gecrashed. Das war schon, ja. Lustig. Ich hoffe, das ist kein böses Omen für die Release-Version. Denn die Version auf der Gamescom ist wohl auch ständig abgestürzt. Nee, ohne Fatal Error. Einfach in Windows zurückgeflogen direkt. Kommentarlos. Dem Nostalgiefaktor wegen sollten sie eigentlich einen Fatal-Error einfügen, ne, für solche Sachen. Dass wir uns alle wieder heimisch fühlen. Nein, Blödsinn. Ich hab doch schon wieder keine Fische, oder? Aber ich hab noch Werkzeug, auch nicht mehr viel, aber ich könnte doch vielleicht auch hier irgendwo noch fischen. Wann kriege ich eigentlich mein Siedler 4 Match Sonnenscheins und Super Rising Storm gegen mich? Schaut's denn aus? Du übst. Du kommentierst doch immer alles. Du musst es auch können. Also, beim nächsten Community Game Super Rising Storm und Sonnenscheins im Gegnerteam. Und der eine schreibt schon gar nichts mehr. Vor lauter Entsetzen. Kriege ich hier noch irgendwo vernünftige Wasserproduktion dazu? Verdammter Baum. Wenn ich den hier abreiß. Komm, geh mal da. Alter, da ging doch gerade was. Hä, wird er jetzt direkt
einen Baum hingepflanzt, oder wie? Ja, natürlich. Alter, wie ich Förster hasse. Jetzt weiß ich, warum es euch im neuen Siedler nicht mehr gibt. Hier rein? Da rein. Brunnen. So. Funktioniert es natürlich mit meinen Wegen auch nicht mehr. Aber so. Beim Community Grill treffen bei mir im Garten, ja. Da kommst dann Gott sei Dank ja eh nur du und sonst niemand. Noch mal Kohle. Aber so ganz ohne Nahrung ist das halt. Yippie! Stirb. Thomas kommt auch. Oh mein Gott. Sind wir ja schon drei. So, Männers, ich glaube, das war's für heute. Oder? Das sollte doch jetzt eine Minute hier, eine Stunde hier. Warte mal, das muss man noch kurz hier fixen, das geht gar nicht. So. Läufst du trotzdem durch? Guter Mann. Oh, Bambi. Oh, gut, Siku. Ja. Zack, Land, ja, damit nehmen wir auch noch mit und wir bauen vielleicht sogar noch. Blöd, ne? Wir bauen noch einen Holzfäller. Gut, liebe Zockerlauncher, bevor das hier mit der Grillparty noch ausartet, gehe ich lieber ins Bett. Danke fürs Zuschauen. Hat wieder richtig Bock gemacht. Ich glaube, dieses Game hier, das werde ich auch durchziehen bis zum Schluss. Vorausgesetzt, ich verstehe noch das Kampfsystem irgendwann. Und nächster Livestream dann hier am Sonntag wieder mit Siedler 4. Vorausgesetzt, wir kommen diesmal ohne Fatal Error durch. Ja. Und alles weitere dann. Wie gesagt, Montag keine Siedler-News, aber den Montag drauf wieder. Dafür gibt es am Montag dann das Siedler 4 Community Game mit der Metzel-Map. Okay, wünsche euch was. Haut rein. Gute Nacht. Ciao.